Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem LinkedIn-Kanal, wo wir Fragen zum Thema Digitalisierung von Speditionen beantworten, wo wir Fragen auf unseren anderen Social-Media-Kanälen bekommen und die hier in Videoform kurz beantworten. Zur heutigen Frage geht es eher ums Projektmanagement. Wir wurden gefragt, wie ich zum Beispiel unterscheiden würde zwischen einem Eigenfuhrparkdisponent und einem Disponent, der über den Spotmarkt geht quasi. Das Thema ist sehr, sehr tiefgründig, vor allem in Projekten, weil der Fokus von den jeweiligen Disponenten sehr unterscheidet. Für mich gibt es eigentlich sogar drei Arten von Disponenten. Einmal den Eigenfuhrparkdisponent, dann den Subunternehmerdisponent und den, wie ich ihn nenne, Vertriebsdisponent. Beim Eigenfuhrparkdisponent ist es so klassisch, wie man das gewohnt ist. Der Disponent weiß typischerweise alles über den LKW, welches Modell das der Fahrer fährt, welches Modell im Eigenfuhrpark da ist, das Thema Lenk- und Ruhezeiten, also aber auch sehr, sehr technisch weiß der Bescheid und ist, sag ich mal, oft sehr stark fahrerfokussiert und nicht nur kundenfokussiert. Der Subunternehmer-Disponent ist, da er auch sehr oft damit zu tun hat, mit dem Unternehmer, sehr unternehmerlastig unterwegs, was natürlich dann auch heißt, es gibt oft, sage ich mal, so Gespräche wie, das kann ich meinen Unternehmer nicht antun, das ist unzumutbar oder auch wenn es mal geht, um ein Wochenende länger draußen zu bleiben, wo man natürlich locker auch mit Leuten drüber reden kann. Es passieren nun mal auch Fehler oder gewisse Sachen, aber nehmen sehr oft auch die Rolle für den Unternehmer ein und nicht für das eigene Unternehmen. Und dann gibt es auch den Verkaufsdisponenten, der, sage ich mal, technisch oder auch mit Lenk- und Ruhezeiten vielleicht nicht sehr viel zu tun hat und dem, wir haben früher, sage ich mal, in den Anfang 2000er Jahren immer gesagt, die kaufen einfach schnell einen Fax ein und verkaufen wieder schnell einen Fax. Also da geht es eher um das Broken, um das Handeln, Kunden schnell zufriedenzustellen, aber dann auch wieder zum nächsten Kunden zu springen. Wie wir jetzt schon besprochen haben, liegt auch hier der Fokus ganz anders. Also das heißt, beim einen es ist wichtig Werkstatttermine, bei den anderen ist vielleicht auch ein Fahrerwechsel wichtig oder Kilometersätze verschiedene hinterlegt zu haben oder auch nicht jeder LKW ist gleich. Wie bekomme ich auch schnell die Papiere vom Subunternehmer oder wie habe ich dessen Telematik eingebunden in unser System, wenn ich aus der Sicht des Subunternehmers Disponenten spreche oder aus Sicht des Subunternehmers. Und beim Vertriebsdisponenten ist sehr, sehr schnell wichtig, auch eine Historie in den Aufträgen zur Verfügung zu stellen, wenn ich wo einen LKW höre, wo habe ich schon Ladungen gefunden, auch Anbindungen an vielleicht Börsen und dergleichen. Und das ist hier sehr, sehr wichtig, dass man sich am Anfang des Projekts überlegt, mit welcher Art von Disponent habe ich es zu tun. Denn wie wir jetzt schon besprochen haben, Dispo ist nicht Dispo. Und das macht auch den feinen Unterschied, auch sich mal die Brille aufzusetzen und hier durchzusehen und schauen, was ist hier wichtig und was ist der Fokus. Und wenn ich eine Mischung habe, kann ich ja auch abteilungsweise oder auch benutzerdefiniert schauen, was ist wichtig und im Zuge des Projekts hier optimieren. Denn nur, ich habe hier Ladungen und ich habe hier LKWs und irgendwie werden es zusammengeschmissen, ist es leider oder auf der anderen Seite Gott sei Dank schon lange nicht mehr. Ich hoffe, ich habe diese Frage hiermit gut beantworten können, was oder welche Arten es von Disponenten gibt und warum das auch wichtig ist, auch hier drauf zu schauen, wenn man sich das Projekt ansieht oder einen Prozess ansieht. Und ja, ich freue mich auf weitere Fragen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat oder ein bisschen weitergeholfen, dann liken Sie es oder teilen es. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ihr Andreas Riedenhofer.